der Tegelberg im Ostallgäu. Selbst hier oben auf rund 1700 Metern taucht die Schneesonde keine 50 cm tief ein. Im langjährigen Mittel haben wir zu dieser Jahreszeit genau einen Meter. Die Tendenz ist eindeutig, dass es immer weniger wird. Die Auswirkungen reichen bis ins Tal. Denn wenn oben am Berg der Schnee fehlt, erreicht auch deutlich weniger Schmelzwasser die Seen und Flüsse oder versickert im Boden. Die Daten, die das Wasserwirtschaftsamt Kempten sammelt, sind eindeutig. Wir haben zurzeit, oder eigentlich kann man sagen seit 10, 20 Jahren, das Problem, dass die Grundwasserspiegel immer weiter zurückgehen. Kommt eben auch davon, dass gerade in der Zeit im Frühjahr, wo normalerweise das Grundwasser aufgefüllt wird, weniger Regen da ist und auch weniger Schmelzwasser. Sichtbar wird das schon jetzt am Forgensee. Auch der geschmolzene Schnee vom Tegelberg kommt hier an. 1954 wurde der Stausee fertiggestellt, um die jährliche Schmelzwassermenge aufzunehmen und Überschwemmungen am Lech zu verhindern. Deshalb wird der See über die Wintermonate immer ein Stück weit abgesenkt. Das Unternehmen Uniper steuert den Wasserstand und reagiert schon jetzt auf den immer weniger werdenden Schnee. Wir stauen den Forkensee nicht mehr so weit ab wie in der Vergangenheit, sondern stauen ihn nur noch ungefähr die Hälfte so tief ab. Im Klartext, heuer wurde der See nur um 4 Meter abgelassen, früher waren es wesentlich mehr. Doch inzwischen wird deutlich weniger Puffer für Schmelzwasser benötigt. Am nördlichen Ende des Forgensees, wo der Lech weiter Richtung Augsburg fließt, steht das Kraftwerk Rosshaupten. Auch hier ist man abhängig von der Wassermenge, die durch Schneeschmelze und Regenfälle ankommt. Auch wenn die Stromerzeugung am Forgensee laut Unternehmen im Vergleich zu touristischen und ökologischen Bedürfnissen nur eine kleine Rolle spielt. Der Beitrag vom Kraftwerk Rosshaupten alleine ist ungefähr die Strommenge von 48.000 Haushalten. Aber wie gesagt, das steht ganz hinten. Und wenn entsprechend Wasser da ist, dann wird mit diesem Wasser bedarfsgerecht regenerativer Strom gemacht. Und wenn es nicht da ist und entsprechend nicht zur Verfügung steht, dann kann halt auch diese Stromerzeugung nicht stattfinden. Wenige Kilometer entfernt am Lech. Thomas Frey vom Bund Naturschutz ist begeistert von der Vielfalt an Lebewesen, die sich am Grund des eiskalten Gebirgsflusses finden. Steinfliegenlarven, manchmal auch Köcherfliegenlarven. Überall hupft's und springt's. Also der Fluss lebt total. Doch wenn das Schmelzwasser weniger wird, könnten Stellen, die das ganze Jahr von Wasser bedeckt sind, abnehmen. Und somit also für die ganzen Wasserlebewesen, also von den Kleingewässerlebewesen bis zu den Fischen und allen, dass das dann immer weniger Lebensraum wird. Außerdem werde die Wassertemperatur zum Problem, wenn vom kühlen Schnee aus den Bergen immer weniger ankommt. Bei über 20 Grad, spätestens ab 25 Grad, ist das eigentlich das Aus für ganz viele fließgewässertypische Arten. Also gerade unsere Fische, Bachforelle, Äsche, die packen das dann nicht mehr. Wenn Schnee und Schmelzwasser immer weniger werden, wird sich wohl auch die Lebenswelt in und um die Gewässer im Tal dauerhaft verändern.